mir ist diese Veranstaltung schon ans Herz gewachsen, weil Sie sich nicht erst jetzt mit dem Thema Elektromobilität beschäftigen, sondern schon zum vierten Mal. Auf der Angebotsseite hat sich die deutsche Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer inzwischen auf die internationale Spitzenposition gerobbt, gearbeitet, vor Japan und den USA. Als Leitmarkt allerdings haben wir noch aufzuholen. Wenn man nach Leitmärkten schaut, dann sind die in den USA zu finden, nicht zuletzt in Kalifornien. Dann haben wir die in Norwegen, in Holland, auch in Frankreich. Und wir als Staat, wir schauen, dass wir die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich auch der Leitmarkt entwickeln kann. Deswegen, Herr Staatssekretär, dass Sie hier anschließend reden, darf ich Ihnen sagen, Auftrag, also jetzt, wenn man ein Zwischenresümee zieht, erfüllt. Die internationalen Kenner sagen uns alle, wir sind in einer Spitzenposition bei den Modellen zur Elektromobilität. Am Ende des Jahres werden 16 Modelle aus deutschen Häusern im Angebot weltweit sein. Im Jahr 2013 wurden in Deutschland knapp 6.100 Batteriefahrzeuge neu zugelassen. Ein Plus immerhin von 105% gegenüber 2012. Die Zahl der Plug-in-Hybride hat sich 2013 um 35% erhöht. Und insgesamt sind es also 7.700 Neuwagen mit alternativem Antrieb, eine Steigerung von immerhin 84%. Ich war damals schon beeindruckt, wie weit Opel mit dem Ampera war. Und jetzt, haben Sie vielleicht mitbekommen, setzt Opel ein besonderes Zeichen und macht eine massive Preissenkung beim Opel Ampera, um sozusagen auch die Verbreitung dieses Fahrzeuges zu begünstigen. Also dieses Jahr 16 Modelle aus deutschen Unternehmen auf dem Markt, nächstes Jahr nochmal rund 4, dann also etwa 20 Fahrzeuge. Dass die Googles und Apples dieser Welt, deren innovative Leistung ich respektiere, auch die Idee bekommen könnten, eines Tages selbst die Autos auf den Markt zu bringen oder sich zuliefern zu lassen zu ihrer digitalen Dienstleistung, liegt für mich auf der Hand. Wie gesagt, ich habe mit einem gewissen Stolz am Anfang gesagt, den Teilauftrag haben wir erfüllt, Leitanbieter sind wir heute. Also so sehr ich sonst Berlin mag, ich schüttle als Radfahrer, der ich häufig bin, den Kopf über manche Teile der Innenstadtplanung bezüglich Radfahrer. Also dass man es nicht geschafft hat, bei den Wegen zum Bundestag dem Radfahrer eigentlich nur die Alternative zu lassen, auf den Gehweg zu gehen, weil er übers Kopfsteinpflaster eigentlich kaum sicher zum Ziel kommt, fand ich eine unglaublich unsensible Stadtplanung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Hoffentlich bis nächstes Jahr. Ja.